Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge hier. Ja, im Elternfreundehaus. Oder Jonas ruft an und fragt, ob ich rüberkommen möchte. Möchtest du rüberkommen, Lea? Ja, die Lea ist sehr traurig. Die holt sich gerade im Bett aus. Ja. Wir machen heute mal eine Marvin-Trauber-Folge. Der ist letztes Mal gestorben. Der Tod hat ihn geholt nach dem Date von Warren, seinem ersten Date. Dates gehen natürlich auch noch weiter. Und die Lea, die soll jetzt mal zum Jonas kommen, ja. Bisschen umarmen, hat das Jonas überhaupt mitbekommen jetzt? Ich check's nicht. Checken die Sims das? Checken die das? What? Oder kann man denen erzählen davon? Ich weiß es wirklich nicht. Wir gehen ins Modern Single. Das ist das Haus von Jonas, dem Sohn von Lea und Marvin. Und der ist verheiratet mit dem Yannick und die haben zusammen zwei Alien-Kinder bekommen. Der Jonas wurde entführt von Aliens, hat zwei Alien-Kinder bekommen. Und da haben die noch die Rose adoptiert zuvor noch. Ja, du bist sehr traurig hier, die wahre Liebe hier verloren. Ist mit Familie zusammen, das ist gut. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Tina ist aus der Schule zurück. Kannst du auch mal kommen vielleicht? Ja, hallo? Seid ihr denn? Hallo? Seid ihr denn alle? Was machst du jetzt im Kleiderschrank? Im Schrank weinen? Oh, nö! Was ist das denn? Wo ist denn der Jonas? Ist der gar nicht da oder was? Ist der bei der Arbeit? Kann ja mal nicht sein hier. Hallo, holen die uns hierher und ist niemand da oder was? Ist der noch im Bad irgendwo? Nee, ne? Und er geht in den Schrank weinen. Oh. Oh nee. Ach, Lea, nee. Ach, Mann, das tut mir jetzt voll leid hier. Wo sind die denn alle? Kannst du mich doch nicht herbestellen oder bist du nicht da? Wie gemein. Lässt du die auch noch hier in Ruhe hier? Mann. Müssen die mal anrufen hier, ne? Einladen auf aktuellen Grundstücken. Ja, komm, hol mal die Lea auch her. Die Lila. Na, die lassen wir lieber mal. Warren darf auch kommen. Ja, komm mal alle bitte hier. Ja. Ja, wo seid ihr denn jetzt? Das gibt's ja wohl nicht. Lass die Mami hier allein hier. Rufen euch an, auch wenn ihr bei der Arbeit seid. Die kommt jetzt hier gefälligst her. Ja, hallo? Willst du jetzt ein Joghurt essen gehen? Oh, hallo, ich bin jetzt bei dir, aber du bist gar nicht da, Jonas. Kommst du mal bitte hier? Hallo? Willst du mich verarschen oder was hier? Nicht alle können kommen. Jonas ist gerade beschäftigt. Janik ist gerade beschäftigt. Na toll. Das war ein Scheiß, aber auch. Wir machen hier mal. Was machen wir denn? Man, ein Gourmet-Menü. Müsste ich ablenken hier. Aber nicht wieder diesen komischen Obstkuchen hier. Wenn man einen Salat, das ist die Red hier auch mit, ne? Red kommt hier auch. Hallo, Red. Oh, du arme Maus. Du hast den Papi verloren jetzt, ne? Scheiße. Samba. Hier, wir tanzen nicht Samba. Hier zu meiner Zeit hier. Dramatische Geschichte erzählen. Tiefgründige Unterhaltung. Bewunderung ausdrücken, das machen wir auch. Weißt du das eigentlich schon? Ja, liebevoll umarmen. Bist jetzt konzentriert? Ja, immerhin, hallo? Naja. Ich wäre da nicht konzentriert, aber gut. Sehr traurig. Du bist wirklich toll, Red. Ich hab dich voll lieb. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch mitmache, sagt die Lea, ne? Oh. Asbuk. Krieg deinen Kleiderschrank, wenn du tot bist, Mami, und dein Bett. Ja, Red, hör auf, ihr Mann. Die arme Lea. Und ist die Rose hier auch? Dein Opi ist gestorben. Ich brauche einen Rat. Ich bin sehr traurig, liebe Rose. Die Alien-Kids sind da, hallo. Seid ihr von der Tagespflege zurück oder was? Hier, komm, wir machen mal ein Essen hier. Du kriegst einen gespleister Gartensprössling zum Mampfen hier. Schräge Humor und krasse Späße. Ja, das wäre jetzt ein bisschen sehr krass, wenn wir da hingehen würden. Nein. Krieg die CD-Sammlung? Oh, ist jetzt aber makaber. Oh, der kleine Fratz hier läuft jetzt da runter. Ja, ich weiß, das sind Mädchen. So, die Sina ist auch da. Liebevoll umarmen. Hier, guck mal.
Der war so ein toller Polizist, der hat allen hier gezeigt, wie es lang geht hier. Und raus, wenn du hier Vampirin bist, musst du echt aufpassen, ja? Polizei hat da was dagegen, ja. Ach, das Regenwetter wäre jetzt ganz toll hier, melancholisch. Nein. Rose, du willst auch ein Date haben wie Warren? Redet ihr hier über Warren's Dates, oder was? Habt ihr die Let's Play-Folge auch angeguckt? Komm, gib mal den kleinen Alien-Maus-Fratzier. Gib's dir mal was zum Mampfen. Dann kannst du mal die Probleme beschweren. Whip me. Oh. Eine Trauerfolge ist das halt. Was macht das Kind hier draußen? Hallo? Stopp. Ich glaube, du spinnst hier. Lassen die dich einfach hier allein. Du musst dich hier, hallo? Du musst hier deine Tarnung hier aktivieren, wenn du rausgehst. Jetzt kommen hier so die Polizisten hier. Die sehen gleich die Kinder hier rumkrapseln hier. Das geht ja mal gar nicht hier. Die Marie Föll, oh, die ist auch alt geworden, ne? Das war die Kollegin hier. Das war die Kollegin von Marvin. Hallo, wartet ihr mal bitte, das gibt's ja mal gar nicht. Herbeirufen. Ich glaube, ich spinne. Ah, der Janik ist da. Na denn, also alles gut. Der Papi kommt. Der Papi kommt schon hier. So. Hast du jetzt eigentlich fertig gekocht? Komm, du gibst jetzt den komischen Grashalm, den du gar nicht irgendwie richtig in der Hand hast. Oh, das sieht aus, wie wenn der dir... Boah. Der verschluckt sich ja da dran. Ah, scheiße hier. Was ist denn das hier? Jetzt kaputt gegangen hier. Oh. Warren ist auch da. Hallo, Warren. Wo ist denn der Jonas jetzt? Ist er auch mal hierher gekommen? Müssen wir so lange arbeiten? Boah, stinkt hier. Pass auf, Warren, nicht, dass du uns auch noch hier stirbst. Das habe ich langsam hier immer, wenn da jemand stirbt, dann sterben irgendwie ganz viele. Eine Geschichte erzählen. Aber die kannten den Opi ja noch gar nicht. Du bist hier in deiner Alien-Form, in deiner Tarnungsform, Luna. Und die kleine Sky, die ist hier in der Alien-Form. Habt ihr auch kommentiert, dass wir das so machen sollen, ne? Dass die Luna hier immer in einer Form ist und die Sky immer in der Alien-Form. So. Könnt ihr jetzt mal weiterkochen hier? Gibt's da irgendwas hier? Hallo? Kokette Herzkekse. Das wusste ich auch nicht, dass das geht. Herzkekse backen hier. Janik, hallo. Kommst du zurück von der Arbeit? Boutique-Besitze hier. Hände küssen. Was macht ihr denn? Essen reden. Elternteil aufmuntern. Oh. Warren, was machst du denn? Pass ja auf hier, ich habe Angst um dich. Was ein Scheiß hier machen jetzt? Nein, auch in der Pfütze hier stehen. Ah, da brutzelt schon. Warren, ich sag's dir, das können wir uns, das kannst du der Lea nicht antun. Bitte nicht. Sehr gut. Teile plündern, wie der Papi damals. Und Lea kriegt's nicht hin zu kochen hier. Musst du ja auch mal aufwischen, ne? So. Ein bisschen Ablenkung ist gut, ne? Lea hat entdeckt, dass Sky Klee ein Alien ist. Die Tarnung schien perfekt, abgesehen von der einer außerirdischen Kleinigkeit. Ja. Sina, was machst du? Komm mal was mit den Kleinen hier. Lies dir mal was vor, bitte, komm. Kann ich vorstellen. Du kennst die auch noch nicht, Sina, oder was hier? Meine Güte hier. Seid so weg. Lina Ballina. Mensch, Lea, was machst du denn hier? Die dulden wir ja nicht. Hör auf damit zu backen hier. Boah. Wie fies hier. Ofen leeren. Leer mal den Ofen. Sind da nicht deine Herzkekse jetzt noch drin? Sind jetzt fertig? Nein, jetzt hast du die. Ach nö. Na toll, ja, dann müsstest du was backen hier mal. Wie wär's? Mann, der will mal die Rose hier kennen. Die Enkeltochter ist das ja von der Lea. So, ihr guckt hier zusammen Dings hier an. Komm, kannst du auch mal mitgucken mit den Kleinen? Komm, Kinderbuch lesen. Bücherwurm. Zusammen aktuellen Kanal gucken. Okay, wir machen. Warren, bist hier eingepennt im Whirlpool. Was machst du denn? Die geben uns hier nichts zum Mampfen, ne? So, müssen wir erstmal kennenlernen, dass wir hier dein Herd benutzen dürfen, oder was? Liebes Enkelkind, ja. Abendessen servieren. Machen wir hier was Schnelles. Machen wir hier Chili.
für die Nerven hier. Ja, dulden wir das jetzt, liebe Rose. Darf ich jetzt bitte hier kochen, dann in deiner Küche hier? Sina, was machst du jetzt? Buch vorlesen? Oh, das ist cool. Was liest du denn da? Das ist ein Mond-Dings hier. Können wir das ausschalten, bitte? Das nervt mich. So, komm, ich lese dir ein Buch vor. Komm mit. Hä, wieso geht die jetzt wieder weg? Soll ich nicht mehr vorlesen? Hallo. Ach, Mann. Ah, Jonas ist zurück. Hallo, Jonas, unser Wissenschaftler. Machst jetzt erstmal Yoga hier. So. Brauchst auch Entspannung, ne? Lea muss dich nochmal knuddeln hier. Zukunftspläne fragen. Liebevoll umarmen. Hä? Was heißt das wieder weg hier? Meine Güte hier. Das dulden wir nicht. Muss ich dich bitten zu gehen hier? Ach komm, jetzt ernsthaft. Geh weg, Lea, nicht kochen. Oh, ich hab voll Hunger. Wieso lässt du die nicht dann kochen, du blöden Mann? Kann doch nicht sein hier. Komm, wir machen das Chili hier fortsetzen. Nein, du gehst jetzt wirklich, oder? Ich kann nicht. Ich bin ausgeschlossen jetzt. Komm nicht rein. Die haben mich ausgesperrt. Boah, sind die fies, ne? Boah. Hier auf die Parkbank oder was hier? Meine Güte hier. Sind die alle frech hier? Na toll. Jetzt kommen wir hier echt nicht mehr rein, oder? Was ist mit den anderen hier? Kommen wir nicht mehr rein hier. Eieiei, hier. Was ist denn jetzt hier? Mann, hier. Ich glaub's ja nicht. Sind wir alle hier ausgesperrt oder was hier? Das ist ja wohl eine Frechheit. Das ist ja wohl eine Frechheit hier. Müssen wir wieder anklopfen, oder? Darf man nicht. Du wirst gerade rausgeworfen, komm später wieder. Boah, wie fies ist das denn jetzt? Mann. Ach, Lea, du stirbst uns hier noch. Wir gehen jetzt nach Hause. So, jetzt haben wir keinen Bock mehr. So eine blöde Rose, die, hallo. Wir gehen ins Barbiehaus jetzt gleich. Wir gehen nach Hause. Eine Trauerfolge. Wir gehen nach Hause. So ist das, wenn man die Sims nicht kennt hier, ja? Man darf ja nicht mal kochen hier, Mann. Die Omi darf nie mal kochen. Voll ein Scheiß. Ja, zurück ins Elternfreudenhaus mit unserer Family. Marvin ist tot. Lea wurde rausgeworfen von der Rose und vom Yannick eigentlich wurde die rausgeworfen. Ja, ja, hier. Hallo? Der wusste das wohl noch nicht mit Marvin, ne? Tja. That's life. That's Sims. Ja, ja. Ladebalken. Was ist denn jetzt, Mensch? Ja, mach mal schneller. Komm. Die Welt ist auch mitgekommen. Hallo. Tratschen. Also weißt du, ich hab den Janik hier noch nie gemocht, ja, beim Essen mich rausschmeißen, ich glaube, der spinnt wohl. Ja, das ist schon recht, der ist halt so. Verantwortung muss auch rein hier, ne, sonst kriegst du wieder hier Verantwortung hier schlecht, ja, ja. Liebevoll umarmen. Krieg jetzt das Bett von Marvin und sein Handy und alles. Boah, Red, hör auf jetzt, echt. So, unwohl. Ihr Armen, ihr. Jetzt müsst ihr auch noch pendeln hier. Ja, die Lea, die macht es auch nicht mehr lang mit. Ich dachte, heute mal ein bisschen Lea-Folge noch. Wer weiß, wie lange wir noch haben. Die ist ja gleichzeitig erstellt worden wie der Marvin. Also so. So alt werden die Sims ja auch nicht, ne? 127 hier. Jetzt sind die das hier bald überschritten, ja. Zarzub. Zarzub. Ja. Ich hab voll Hunger immer noch. Witz über alte Zeiten machen hier. Und beste Freunde werden. Gemeinsames Foto machen, aber das können wir noch machen. Let's do this. Aber jetzt machst du bitte das Foto, nicht, dass die stirbt, dann haben wir das nämlich nicht mehr, ja. Foto machen mit. Komm mal ein Foto hier mit deiner Mami. Komm. Hi. So, ist das gut, ja. So müsste es sein hier. Sehr cool. Sehr cool, gefällt mir richtig gut jetzt, sehr gut. Wir haben die Fotos hier, sehr cool. Warren, machst du was zum Mampfen für uns oder bist du auch todmüde, ne? Du bist auch... Du musst jetzt hier auch mal auf Klo gehen und dann schlafen. Wieder erst auf Klo gehen und dann schlafen. Weil, dass wir hier wieder fit sind für dein Date in der nächsten Folge dann. Die Sina ist schon eingeschlafen, sehr gut. Und die Lea, die muss jetzt irgendwas mampfen, ne? Was machst du denn? Schnelle Mahlzeit. Was hast du denn für viele Emotionen hier? Mhm. Trauer, hungrig, müde, konzentriertes Dekor, ja.
Ist die Kids ja schon gemalt, da ist auch der Marvin noch zu sehen. Hier, da war der Jonas schwanger. Der Warren noch als Teenager beim Zocken. Und die Sina noch als Kind hier auf ihrem Bettchen, nachdenklich. Sehr cool. Ja, that's it. Hier, das war's dann wohl. Ja. Ja, ja. So ist es wohl. Haben wir noch irgendwas im Inventar, was wir dir noch klauen müssen hier? So, ich muss dann los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Oh, ich hab voll Angst hier um die Arme. Wir klauen dir die Kamera raus. Und die Kopfhörer. Wird schon aussortiert hier. Oder was? Das geht gar nicht raus, oder was? Ich muss auf Klo. Nee, du lebst ja noch ein Weilchen hier. Wir wollen mal nicht hier. Ja, aber wir haben bald Probleme, wenn du den Kids hier wieder ein Haus hinterlässt, wo du die Rechnungen wieder nicht... wo die Rechnungen wieder nicht bezahlen können. Das ist dann schlecht, ja. Geh schnell aufs Klo, komm, geh schnell pieseln. Ich dachte, du hast was gekocht hier heute Abend noch. Was ist denn los, Lea? Hast du vergessen zu essen, oder was? Was denn hier? Guck mal hier, da ist noch das Zeug drin hier. Omniwelle ausleeren. Schnelle Mahlzeit. Mach mal hier Mikrowellenkuchen. Haferbrei. Ja. Na toll. Na toll hier, echt. Meine Jüde hier. Sina, du schläfst auch noch. Eieiei, hier. Was ist das hier? Was wünschst du dir? Pflanzen mit Tränen gießen, wegen Traurigkeit. Tränen gießen, das können wir auch machen. Bewässern, weiterentwickeln. Pflanze sprechen. Können wir die nicht weiterentwickeln, alle hier? Da gegen Käfer einsprühen. Gießt es jetzt echt mit den Tränen, oder? Wahnsinn. Sehr traurig. Tropfst aber daneben. Oh nein. Aber die Trauer, die sinkt hier, ne? Geht hier runter hier. Ja. Ich glaube, das ist gut hier. Dann verkürzt es, glaube ich, das Merkmal, ne? Und die Emotion hier, die Stimmung. Verkürzt. Und damit auch die Emotion. Oder? Immer noch 2 Tage, immer toll. Na toll hier. Und ernten hier bitte, ja. Alles ernten. Auch nochmal mit Tränen gießen. Probleme beschweren. Was können wir denn noch? Können wir dich noch irgendwie... Du bist Level 10 der Erziehungsfähigkeit hier, meine Güte. Können wir dich noch irgendwie, haben wir ja auch noch die Belohnungen, ne? Supermutter ist sie ja schon, ne? Bestreben, oder was? Eltern mit Leib- und Seelenmodus erreichen. Haben wir nicht geschafft, na toll. Belohnungen, wir können noch mal Belohnungen hier. Wir können uns einen... Was können wir uns denn holen hier noch? Das haben wir irgendwie nie gemacht, ne? Wachsam, Insta-groß, Insta-schlank. Jugendtrank. Ah, sollen wir das machen hier? Wir wollen uns einen Jugendtrank. Ich will noch nicht aufgeben hier. Sorgenlos, kaum hungrig, niemals erschöpft, faul. Mentorin, Frühaufsteherin, Blitzleserin. Wir holen uns den Jugendtrank. Wir werden wieder jugendlich. Nee, ich glaube, das geht nur, dass man da irgendwie dann zurück in das Ding hier geht, ne? Man wird hier wieder zurückgesetzt. Also man wird quasi, wie wenn die jetzt erst ältere Sim geworden ist hier, oder? Ist ja hier nicht cheaten, ja? Stirbt die wahrscheinlich, bevor sie gerade den Jugendtrank hier zu sich nimmt, oder? Jetzt rede ich mit der Pflanze, komm, da haben wir keine Zeit für. Voll Müll hier, Mann, hier. Alles da verwelkt hier, Daniel, kriegst nicht hin hier. Naja, mitten in der Nacht oder hier früh am Morgen hier schon wieder einsprühen. Kein Wunder stirbst du bald, wenn du den ganzen Chemie-Scheiß hier abkriegst hier, ja, ja. So. Ach, Wabarabu. Wow, was ist jetzt los? Hunger hast du noch? Komm, trink deinen Dings hier. Will ich jetzt sehen hier. Jugendtrank. Ne? Und?
Das war's schon, oder was? Das war's schon. Nein, echt jetzt mal. Das ist hier wieder runter, hier, der Balken. Ist ja geil. Das ist gar nicht gecheckt, oder, Lia? Das ist gar nicht gecheckt. Hammerhart hier. Marvin hat ja alles verbessert hier im Elternfreundehaus, oder zumindest vieles. Und der Warren, das soll jetzt ein bisschen in die Fußstapfen treten hier. Ja. Ach, Lia. Haferbrei. Für die Zähnchen, ne, ist das ganz gut. Aber ich glaube, damit, ne, also wirklich jetzt mal, ich glaube, damit lebt sie jetzt echt länger. Ja, da können wir uns noch ein bisschen durchhangeln dann. Das ist doch jetzt eine coole Geschichte hier, ne? Das ist doch jetzt mal hier ganz, ganz passend. Das Zeug hier mal wieder verkaufen, ja. Wir haben echt kein Geld mehr, ne? Bringt uns gar nichts. Das erste Einhorn. Pudding im Orbit. Ja, wir müssen jetzt noch gucken, dass wir irgendwie Kohle kriegen, sonst haben die wieder die Rechnungen hier, Mann, oh Mann. Mann, was sollen wir denn hier machen jetzt? Na toll, ja. Ich will doch nicht den ganzen Preis hier verkaufen. Aber Kinder haben wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Wobei, ja, gut. Aber bis wir da wieder Dinger haben hier, das ist schon wieder jemand was anderes gebaut. Jedes Mal ist hier irgendwas anderes gebaut, ne? Wir verkaufen das Kinderkramszeug hier. Wir haben jetzt keine Kinder mehr. Eieiei, aber eins lassen wir da noch. Komm, wir lassen das obere. Das ist irgendwie cooler. Bisschen hier aufräumen, ja. Bisschen hier alles bisschen hier lockerer machen. Den Hochstuhl haben wir ja schon verkauft. Wir können jetzt wirklich mal gucken, dass wir das Kinderzimmer auch ein bisschen ausmisten. Wir haben den Chemietisch hier auch nie benutzt, ne? Schulprojekte behalten wir natürlich. Stina hat ja eigentlich schon relativ gut dieses Zimmer, ne? Den stellen wir hier mal wieder raus. Ja. Ja. Der Roby hier vom Jonas, wie hat er den eigentlich nicht mitgenommen? Hat den Jonas gebastelt, oder? Ja, das passt ja eigentlich soweit, ne? Ist ja eigentlich ganz okay so. Du könntest aber einen schöneren, größeren Schreibtisch hier irgendwie bekommen. Das wäre mal was. Das wäre mal ganz nice, ne? Das wäre hier einen größeren Schreibtisch. Machen wir das hier weg. Kriegst du einen schöneren... Das ist ein Schminktisch jetzt und einen Schreibtisch. Wow. Der Schulranzen kommt auch weg, der alte hier. Das können wir so lassen. Ein bisschen die Deko hier weg, ne? Ein bisschen mehr. Kriegst einen neuen Holzboden. Hoffentlich ist der billiger als der normale. Nee, ist gleich viel. 144, ne? Spinnt ja wohl hier. Kriegst einen schönen weißen Holzboden. Können wir die Tapete auch wechseln? Kriegst hier sowas. Ja, das ist doch schöner jetzt schon gleich mal. Ist jetzt zwar ein bisschen düster hier drin noch, aber das ist doch in Ordnung. Wir könnten auch die Kommode einfach darüber stellen. Oder das ist auch gut für die Kommode. Nee, wir lassen das so. Wir lassen das so. Immerhin hier dann doch einen Schreibtisch. Jetzt müssen wir eher mehr wieder investieren hier, ja. Einen Schreibtisch kriegst du noch. Im Falsch hier, da muss ich doch rein. Ich denke gerade, hey. So. Aber sowas ist doch schön. Sowas Kleines hier, ne? Das kostet nicht viel. 300. Ja, ist doch gut. Das ist doch gut hier, das ist doch gut. Passt hier aber auch nicht so gut dazu, ne? Das ist so mitten im Raum irgendwie dann drin. Können wir dich dahin stellen und dich dahin? Das ist, glaube ich, besser, ne? So. So. Jetzt kriegst du noch einen Stuhl. Hätten wir den eigentlich auch behalten können. Nehmen wir den hier, der kostet nur 100. So, am Computer kriegst du aber nicht. Das ist mir zu teuer jetzt. Kriegst du deine Hausaufgaben. So viel Kohle haben wir jetzt auch nicht. Seid bald hier allein, ne, mit Warren. Wobei wir jetzt die Lea ja noch verlängert haben. Alles gut. Alles gut. Die Bücher hier weg von dem Schreibtisch. Was kriegen wir denn für das Zeug hier noch? Die alten Computerfestplatten hier von Jonas. Die Gitarre hier. Oh, die wollten wir auch mal. Die Sensenmanns. Eieiei. Ja, ja. Ja, nö. Das lassen wir hier, unseren Krams. Wir müssen uns aber trotzdem noch gucken. Ein bisschen brauchen wir noch. Ich glaube, 5100 irgendwas hier brauchen wir noch. Den Pool haben wir auch nie benutzt. Irgendwie kann das sein. Komm, dann muss der Party-Tisch hier dran glauben. Kriegen wir 276. Und eine Staffelei, die können wir noch lassen.
Lassen wir auch. Was können wir denn noch verkaufen hier? Scheißen Dreck hier, Mann. Ich möchte eigentlich nicht den VIP-Eimer oben verkaufen. Wobei wir den ja jetzt eigentlich nicht mehr brauchen, ja? 196 kriegen wir für den noch ziemlich viel. Ja. Ja, wir müssen noch ein bisschen gucken hier. Ich hoffe, wir kriegen das noch irgendwie hin, dass wir noch ein bisschen Kohle kriegen. Jetzt kriegen wir auch keine Rente mehr hier von Warren, von Marvin. Scheiße hier. Naja, gut. Wir kriegen das schon irgendwie hin mit den Rechnungen, wenn ihr noch Tipps habt, wie ich hier ein bisschen Kohle machen kann mit unserer Eltern, Freunden, Family, dann immer her damit. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war's für heute. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zu Eltern, Freuden, Familie. Oder natürlich jetzt dann einem anderen Video eurer Wahl, wenn ihr noch mögt. Bis dann. Macht's gut. Ciao.